Hallo, ihr lustigen Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark Schwierigkeitsgrad Stalker. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt hier bei minus 13 Grad einen Bär jagen. Da läuft er. Da läuft er. Der kommt uns auch gerade eben hier so ein bisschen entgegen. Okay, ich möchte so schnell wie es geht dann in das Auto rein. Der müsste doch eigentlich, ja genau, jetzt kommt er zu uns. Das ist pure Neugier. Huhuhuhu, das war knapp. Die einzige Frage ist, wie schwer hat ihn das getroffen? Er klingt jetzt nicht besonders schwer getroffen. Nein, ich finde es doof, dass man sich nicht umdrehen kann. Wie gesagt, das ist ein System, was ich bei dem Spiel nicht mag. Die Tatsache, dass man sich nicht umdrehen kann. Oh mein Gott. Was habe ich mir da jetzt gerade eben bloß wieder eingebrockt? Also eigentlich von der Theorie her meine ich, ich hätte ihm eigentlich da quasi voll in die Schulter oder ins Gesicht geschossen. Aber scheinbar war das nicht tödlich genug. Ich höre ihn noch. Der könnte jetzt überall sein. Ich höre ihn immer noch. Hin. Da hinten ist er. Blutet der? Er blutet, ja. Die Frage ist, ob es die Art von Blut ist, die ihn tötet. Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich bezweifle, dass ich ihn treffe. Auf die Distanz. Und dann komme ich auch nicht mehr wohin. Der ist zu schnell. Eigentlich müssten wir jetzt hier ausharren und gucken, ob der irgendwo stirbt. Und ihn quasi wirklich jetzt. Ja, verfolgen, jagen, ne? Gucken, ob er irgendwo verendet. Da vorne laufen 30 Kilo Fleisch rum. Hör auf zu meckern. Geh doch hin und schlag mal deine Zähne rein. Ein bisschen Zynismus wird doch noch erlaubt sein. So. Temperaturen sind eher so niedrig. Warte mal. Was ist das? Ist das Holz? Nee, ist es nicht. Ich behalte den Kollegen mal im Auge. Warte mal. Höre ich da was? Ich höre doch da was.
Er blutet immer noch. Ja, der Bär blutet definitiv. Ich bin gerade eben ein bisschen nervös. Ich habe hier plötzlich... Ach, das Gras ist es, was ich höre. Boah, ich habe mir gerade voll Sorgen gemacht, als dass da vielleicht ein Wolf rumschleicht oder so. Meine Fresse. Ja, ich will dich ja auch aufwärmen. Hör auf zu meckern. Ich möchte allerdings auch den Bären weiter beobachten. Jawohl, da haben wir Material. Und da ist nochmal ein Traktor. Kann ich hier was machen? Oh, Stoff. Er ist gestorben. Er ist gerade verendet. Der ist gerade in sich zusammengeklappt, wo ich gerade durch diesen Schlitz geguckt habe. Der Wahnsinn. Wir haben einen Bären geschossen. Jawohl. Ich hoffe bloß, er ist wirklich tot. Er ist wirklich tot. Krass. Feuerchen. Wäre jetzt wirklich super. Das Problem ist, ich werde nicht alles mitnehmen können. Oh, verdammt. Come on, come on. Gut, war kein Blattschuss. Es war eher so die quälende Variante. Das tut mir auch sehr leid. Aber wir sind kein guter Schütze. Wir müssen nehmen, was Mutter Natur uns gibt. Und sie gibt uns einen Bären. Minus 3, minus 2, minus 1, 0. Und jetzt haben wir positive Temperaturen. Gut, ich nehme jetzt mal das Fleisch hier in 3 Kilo Päckchen. Too much stuff to carry. Und wir putzen gleich schon mal eins. Bärenfleisch ist... Oh, warte mal. Die Temperatur sinkt wieder. Oje, Mine. Ich habe das Gefühl, dass es gerade eben ein bisschen unangenehmer geworden ist vom Wetter her. Naja, erstmal essen wir was. Wenn wir es gerade eben schon hier rumliegen haben, ne? Alles, was im Bauch ist, kann uns niemand mehr wegnehmen. Es sei denn, man reißt uns den Bauch auf, aber das wäre unfair. Ich nehme nochmal ein 3-Kilo-Päckchen. Ich hoffe, dass das Feuer einfach anbleibt. I'm gonna have to leave something behind. Ja, du schon wieder mit deinem... Oh, alles ist so schwer, vor allem das Leben. Gedöns. Ja, so ein Bärenfellmantel wäre natürlich nicht schlechter. Wir brauchen halt 2 dafür. Okay, der Strom hat nachgelassen. Legen wir mal nach. Wie viel tragen wir jetzt? Ach komm ey, der meckert doch wieder nur. Wieder ein 3-Kilo-Päckchen. Ich
Ich mache jetzt nochmal. Ich mache jetzt hier 3 Kilo-Päckchen, so rein von der Zeit her. Ich habe keine Ahnung, ob sich mein Skill erhöht durch die Anzahl der Klicks oder durch das die Anzahl an Fleisch, die ich raushole. Wie viel tragen wir jetzt schon? Ich hole noch mehr raus. Das Fleisch ist der kritische Part. Alles andere ist nicht so wichtig für den Anfang. Das Fleisch können wir dann noch da drüben kurz mal braten. Ich leg das einfach mal. Ich nehme jetzt mal alles raus. Okay, es wird kälter. Den Rest holen wir uns auch noch. So. Kann ich noch laufen? Ja. Ich kann noch laufen. Es ist aber sehr langsam. Okay. Wir bringen das jetzt erstmal da drüben hin. Und den Bärenfellmantel holen wir uns natürlich auch noch. Okay. Wir haben momentan eine neue Zweitwohnstätte. Es war nicht geplant, aber das sind so die Gelegenheiten, die musst du einfach wahrnehmen, wenn du sie hast. Und von den Klamotten her sind wir auch gut genug aufgestellt, dass wir sowas auch wagen können. Finde ich sehr schön. Wir müssen das Fleisch jetzt halt da drüben noch brutzeln. Und wir müssen uns halt auch jetzt echt damit den Wanst vollschlagen, wie bekloppt, weil... Nach meiner Erfahrung geht Bärenfleisch recht schnell kaputt. Wobei ich mir da gerade eben nicht ganz sicher bin. Weil ich nämlich mit Steffen nämlich da nochmal so einen Test gemacht hatte, ne? Und ich hatte den Feststellung gemacht, dass es roh sehr schnell verdirbt. Gekocht allerdings dann nicht mehr so arg. Naja, muss man sich überlegen. Vier Grad, ja. Uns geht's gut. Irgendwie gurt da ein... Was auch immer das war. Ein Vogel halt. Irgendeine Art Vogel hat sich zu Wort gemeldet. Höchstwahrscheinlich ein komischer Vogel. So. Boah. Wie langsam ich hier drin bin. Das ist beängstigend. Kriege ich das Fleisch da rein? Ich möchte nämlich erstmal noch die anderen Sachen holen. 5 Kilo. Oh, holy shit. Naja. Hauptsache, ich werde ein bisschen was los, ne? Kann ich noch ein bisschen was hier reintun? Ist der Stelle mal, wo ihr stopft das Fleisch ins Handschuhfach. Allein die Vorstellung. Bekloppt! Ach komm, ich leg's mal hier hin. Später ja alles immer noch essen. Und ich will jetzt natürlich auch noch das andere Zeug holen. Also Bärenfell und so. Anfangen zu trocknen. Wir werden jetzt hier ein bisschen bleiben müssen. Oh ja, du hast gerade eben 1000 Kilo abgelegt und jetzt beschwerst du dich. Oh, das Gepäck wird aber schwer. Der Typ, ey. So. Okay, also es ist ja. Es scheint immer noch darauf verlassen zu sein, dass die Tiere früher oder später verenden. Wenn man ihnen ordentlich eine verpasst. Der nächste wichtige Part wird sein, das Fell. Und wenn wir dann noch Zeit haben, nehmen wir natürlich noch den Darm mit. Wobei von der Temperatur her ist es spitzenmäßig. Wenn wir beim Bär sind, gucken wir mal, wie viel wir an Gewicht noch mit uns rumschleppen. Ich möchte jetzt mal schneller beim Bären sein. So.
Wie schwer ist es? Ach komm. Das geht doch. 30 Minuten. Es wird kälter. Temperatur ist gerade um 1 Grad gefallen. Machen wir nochmal 30 Minuten. Ich arbeite hier in 30 Minuten Takten. Ja, genau deswegen. Guck dich das mal an. Plötzlich droppt die Temperatur. Sie hat was dagegen, dass wir das tun. Aber das kriegen wir hin. Tja, Bärchen. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Beehren Sie uns bald wieder. Ich glaube nicht. Selbst wenn er das Töten überlebt hätte, er wäre, glaube ich, nicht so davon angetan wie wir. So. Okay. Ordentlich ausgestattet. Blicken wir jetzt momentan einer relativ positiven Zukunft entgegen. Auch wenn wir jetzt hier gerade eben tatsächlich dann an einem Ort festgebunden sind, wo ich niemals damit gerechnet hätte, dass ich da längere Zeit mal ein bisschen ausharren muss. Aber das gibt uns jetzt natürlich hier die Option, die nähere Umgebung von hier aus weiter zu begutachten, ne? Wir haben ja bisher relativ wenig hier so gemacht. Also so grundsätzlich, und ich nehme mal an, hier auch nicht so sehr. Weiß der Geier, ob an diesen ganzen komischen Heuballen, die hier rumliegen, nicht irgendwo noch was versteckt ist. So goodie-technisch, ne? Die Chance besteht. Also wenn ich ein Spieleentwickler wäre, ich würde da Zeug verstecken. Ohne Witz, ich würde das tun. So, Moment, jetzt müssen wir hier Sachen hinlegen. Ablegen und ablegen alle. So, warte mal jetzt. Wie viel Tageslicht haben wir noch? 3 Stunden. Ich brauche Holz. Denn wir müssen jetzt braten. Und zwar ordentlich. Ach, Entschuldigung. Da bekam ich tatsächlich einen Hustenanfall. Wow, holy. Warum haben wir nur 50%? Was ist hier los? Das ist immer schlecht. Das ist auch mal schlecht. 50% Chance. Naja gut, es ist immer noch 50-50. Es ist immer noch eine realistische Chance, dass das jetzt hier gleich sofort auf Anhieb klappt. Come on. Wo man noch nicht mal sagen könnte, boah, da haben wir jetzt aber Glück gehabt. 50-50 Chancen sind 50-50 Chancen. So, komm schon. Es sieht überraschend aus. Wahnsinn. So. Krass. Gut, dann wird gebraten. Wir braten jetzt so lange, wie wir Holz haben. Boah, war das ernsthaft schon bei 27% unten? Ne, 71, okay. Ich dachte schon, das wäre ja mal lächerlich, weißt du, so spoilt innerhalb von 5 Minuten weg. Du kannst zugucken, wie der Schimmel drauf wächst und ihn auffrisst. Das wäre lächerlich. Innerhalb eines Tages vergammelt jetzt. Also es gibt, also Hackfleisch, ja. Aber ansonsten, nee. So, geschmackloses Bärenfleisch. Wir tauschen jetzt aus. Die Hagebutte mache ich jetzt momentan noch nicht. So, wir sind jetzt Anfänger im Kochen. Dann will ich jetzt hier mal das da reintun. Wo ist das Zeug? Da. So, dann brutzeln wir jetzt den Kollegen. Oder die Kollegen, besser gesagt. Ich hoffe, dass wir genügend Holz haben für diese Aktion. Und wir müssen demnächst Wasser machen, stelle ich fest.
Da hätte ich gleich eine Aufnahmepause machen will, Leute, machen wir diese Folge. Ist ja ganz, ganz kurz nochmal ein bisschen länger. Aber wir werden jetzt hier einfach nur noch ganz, ganz kurz brutzeln, ne? Also, so, das machen wir jetzt halt einfach noch. Und eventuell nochmal ein bisschen Wasser generieren. Aber erst, warte mal, wir haben noch ein bisschen was. Ja, 0,9. Super. Das ist genau die richtige Menge, um sich darüber Gedanken zu machen, dass man Nachschub produzieren sollte. Großartig. Naja, 1 Liter kriegen wir hin. Und wir können wahrscheinlich auch nochmal einen Kollegen brutzeln. Bevor wir nochmal was trinken müssen. Vielleicht sogar noch einen. Boah, wir arbeiten jetzt gerade voll bis spät in die Nacht hinein. Wir werden morgen so tot sein, ey. Ja, das Leben ist hart, aber unfair, ne? Ja, bei der Gelegenheit essen wir doch gleich schon mal eine ordentliche Portion. So habe ich mir das vorgestellt. So kann man leben. Ja, ich will das jetzt alles machen, wenn geht. Es sei denn, ich krieg's einfach vom Holz her nicht hin. Ich glaube, ich krieg's auch vom Holz her nicht hin. Wir haben schlicht nicht genug Holz. Ja, müssen wir morgen nochmal machen. Ach komm, damit dürft's jetzt aber gehen. Also ich meine auch noch das andere. Das sind ja nur 20 Minuten. Und ich habe ja auch noch ein bisschen was anderes an Holz. Diese kleinen Stöckidis haben wir doch auch noch. Jetzt nehmen wir schon Schaden durch Müdigkeit. Wird immer besser, ne? Wenn das Leben richtig hart wird, wird es richtig hart. So, da, warte mal, das kommt jetzt hier erstmal raus. Ja, ja, ja. Die andere warte mal. 5. Da passt noch eins rein. Fein, fein, fein. Ja, wir werden es nicht ganz schaffen. Verflixt. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich mache jetzt mal noch so viel wie geht. Das sind, glaube ich, noch 2 Stück. Das hier noch. Und dann gucke ich mal, was ich noch an Holz habe. Ich glaube nicht viel. Ich glaube, ich habe alles abgelegt, ne? Ja, wir haben alles abgelegt. Toll. Mist. Ja, wir trinken nochmal was. Und damit, liebe Leute, war es das von dieser Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Oh, was ist denn da los? Darmparasitenbefallrisiko. Oh! Okay, das ist inzwischen jetzt wirklich angezeigt. Interessant, wir sollten demnächst mal was anderes essen. Ja, macht's gut, liebe Leute, schöne Zeit. Tschüss und Ade.